So, heute war Herr Bundesminister Dobrindt zusammen mit dem Landesminister Groschek in Leverkusen, um sich die Autobahnbrücke anzugucken. Ich habe gelernt, dass der Bundesminister ein Gesetz plant, das Investitionsbeschleunigen soll. Ja, das heißt, dass wir sicher gehen können, in 3 Jahren mit dem Bau beginnen zu können, auch wenn Gesetze durch den Bundestag und nicht durch den Minister gemacht werden. Wie sehen Sie die Sachlage, Herr Abgeordneter? Na, ich halte es für dringend erforderlich, dass wir das Gesetz so schnell wie möglich verabschieden, damit hier diese unsägliche Situation in Leverkusen möglichst schnell bereinigt wird. Die Brücke ist der eine Teil, Herr Oberbürgermeister. Anschließend kommt die Stelz und das Leverkusener Kreuz. Eines Ihrer Lieblingsthema. Was konnten Sie heute den Ministern abtrotzen? Also abgetrotzt habe ich noch gar nichts. Ich habe aber viel Verständnis erwirkt und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wichtig für uns ist, für Leverkusen, dass wir diesen Moloch von Stelze abreißen und dass die A1 unter die Erde kommt. Unter die Erde heißt aber für mich nicht ein Tunnel in 30 Metern Tiefe, sondern da geht es darum, in einer Schachtbauweise eine Tieferlegung zu bewerkstelligen und dann einen Deckel drauf zu legen, damit die Stadtteile Küpperstedt, Bürrich, Biesdorf wieder zusammenwachsen können. Und das im Interesse der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Übrigens mit deutlicher Verringerung von Feinstaub und eben auch von Lärm. Vielen Dank.